Alle Leute, willkommen zurück zu Art 2 und 4 und wir machen auch gerade weiter. Ja, in der letzten Folge habe ich mich nur ziemlich entschlossen, so den faschistischen Weg zu gehen, wobei wir das immer noch ändern könnten, obwohl wir haben jetzt diesen faschistischen Demagogen hier. Klar, wir können noch. Ich habe mich da so ein bisschen nach eurem Vote auf die erste Folge reagiert. Also so ein bisschen nachgerichtet. Und ja, sehr viele Leute haben zumindest gesagt, dass Faschismus sicherer wäre. ich weiß nicht, ob ich dem zustimme, weil die Kommunisten oder die Sowjetunion, klar, ist jetzt nur ein Land und Frankreich ist jetzt auch nicht im kommunistischen Weg gegangen. Aber die halten sich des Öfteren aus Kriegen raus, tatsächlich. Also hier in dem Spiel zumindest. Ob der faschistische Weg jetzt der sichere ist, ich verstehe die Argumentation, ich weiß es aber tatsächlich nicht. Aber ich bin einfach nach den Kommentaren, nach den Upvotes etc. gegangen. Klar, ich hätte auch den kommunistischen Weg gehen können. Da gab es auch ein paar Stimmen für, allerdings lang nicht so viele wie für den faschistischen Weg. Komischerweise, also nach dem jetzigen Stand, also ich habe gerade eben, bevor ich die Folge hier angefangen habe aufzunehmen, nochmal reingeguckt, es hat noch niemand dafür gewotet, dass wir unseren eigenen Weg gehen können. ja, da bin ich auch jetzt gar nicht mal so, ja, ja, wie soll ich sagen, gar nicht mal so böse drum, weil der eigene Weg wäre, ja, etwas selbstmörderisch, um das mal so auszudrücken. So, wir können dann noch etwas ändern. Ist jetzt die Frage, was wir ändern? Ah, es ist im Grunde genommen. Können wir schon. Warte, können wir auf Kriegswirtschaft gehen? Nein, eine der folgenden Bedingungen muss zutreffen. Keine der folgenden Zutriften muss Krieg sein. Ah, verdammt, ich weiß leider nicht, wann wir faschistisch werden. Ich meine, wir stehen jetzt bei 15%. Tägliche Änderung ist 0,1. Das heißt, wir brauchen 10 Tage für 1%. Das heißt, wir brauchen 100 Tage für 10%. Das heißt, wir bräuchten in einem Jahr sind wir dann bei 35% zu den 15%, die wir haben, sind wir dann bei 50% in ungefähr einem Jahr von jetzt ab. Das heißt, wir sind ungefähr März, April 1938 sind wir dann zu 50% faschistisch, solange uns nichts in den Weg gelegt wird. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt, das noch so weiter auszuzögern mit der Kriegswirtschaft. Deswegen will ich jetzt, glaube ich, schon mal auf Teilmobilmachung gehen, damit wir wenigstens hier diese minus 30% Baugeschwindigkeit für Zivil- und Militärfabriken weg haben und die Konsumgüter 10% weniger. Ja, weiß ich gar nicht, ob uns das jetzt eine Fabrik mehr oder weniger beschert. Allerdings, ja. Ich meine, wir sind jetzt gerade bei 17% weltweite Spannung. Das kann sich auch wieder reduzieren, deswegen nehme ich lieber jetzt als später und ich glaube, das bringt uns mehr als sämtliche anderen Sachen, die wir da jetzt im Moment nehmen können. Von daher denke ich mal, wir sind eigentlich theoretisch ganz gut dabei. Ob das jetzt im Endeffekt auch so zutrifft, habe ich keine Ahnung. Ja, wie gesagt, eure Votes haben entschieden, oder zumindest die ersten Votes, die ich so gesehen habe. Ja, aber was heißt die ersten Votes? Es sind schon. ich bin überrascht tatsächlich. So viele Upvotes auf einzelne Kommentare wie in dem ersten Video der Serie hatte ich, glaube ich, noch in keinem meiner vorherigen Videos. Also es freut mich auch sehr, sehr schön. Boah, es freut mich echt mega zu sehen, dass da so viel Resonanz tatsächlich auch gekommen ist. Ja, für euch ist das jetzt schon, ich weiß nicht, 4 Tage her. Ich bin jetzt bei der 4. Episode am Aufnehmen. Das heißt, für euch das schon 4 Tage her. Aber ich sitze hier gerade um 19 Uhr und ja, das DLC ist vor 2 Stunden rausgekommen und
ja, seitdem hatte ich schon super viele Aufrufe und oh, jetzt sind wir gerade bei Ressourcen. Ah, das freut mich einfach super, dass da so viel Resonanz gekommen ist. Vielen, vielen Dank an euch alle. Cluster Gladiator, ja. Stahl benötigen wir. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, doch mal wieder handeln. Verlieren wir jetzt eine Zivilfabrik? Das ist ziemlich blöd, allerdings. Ja, wenn es sein muss, muss es sein. Wir produzieren sowieso schon ziemlich, ziemlich wenig. So, das hätten wir. Dann bräuchten wir... Es lohnt sich noch nicht wirklich, auf den Hurricane zu gehen, ne? 36er Technologie, aber 170 fucking Tage. Und wir können es sowieso noch nicht produzieren. Hier, das produzieren wir schon. Obergrenze der Produktionsleistung brauchen wir eigentlich auch. Oh mein Gott, das haben schon alle im Commonwealth, außer ich. Selbst Südafrika und Indien. Holy shit. Scheint ja super hinterher zu sein. Okay, Ressourcen, das wird sich gleich ändern. Aber wie gesagt, ich bin allen, die da wirklich so eine Resonanz gebracht haben, super, super dankbar. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach schön zu sehen. Ich meine, ich sitze hier in meinem kleinen Kämmerchen und nehme das auf. Hab mir eben noch ein Plätzchen in den Mund gesteckt, weil es ist kurz vor Weihnachten und Plätzchen, juhu. Ja, und im Grunde genommen, es ist schon ein Hammer zu sehen, dass dann halt so viele Leute, also für mich sind es viele Leute da draußen, das gucken und dann auch noch was mitmachen, sei es jetzt ein Like oder sei es ein Kommentar oder was auch immer und sei es nur die Leute, die es gucken, auch die Leute, die es gucken und nach 2 Sekunden aufhören, das ist mir auch scheißegal, aber ihr habt's gesehen, zumindest meine Begrüßung. Alle Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, das ist wahrscheinlich das Einzige, was sie gehört haben. Und so abgeschreckt sind sie dann, dass sie sich denken, weg hier! So, Hindenburg, Katastrophe, ja, bla bla bla. Was haben wir noch? Industriell, okay, Militärfabriken. Wird auch langsam Zeit. Oh, 2 Militärfabriken? Oh, haben wir in der Zwischenzeit eine gebaut tatsächlich? Ja, allerdings wirklich mehr bauen können wir nicht. Okay. Sollten vielleicht auch die ein oder andere Werft bauen, allerdings. Die haben sich da zurückgezogen. Alles klar, was machen wir jetzt? Zwischenfall an der chinesischen Grenze. Okay, die erklären bald den Krieg. NKWD. China, Freiwilligenkorps. Die University of South Africa finanzieren. Ist das ein Forschungsteam? Ja, es ist ein Forschungsteam. Befestigen Sie Malta. Sinnvolles Dings. Freuen Sie sich mit Japan an. Das ist schön zu sehen. Ich meine, es ist höchstwahrscheinlich, dass das passiert in jedem zweiten Spiel. Wenn nicht sogar mehr. Aber es ist trotzdem schön zu sehen. So, die machen ihren panamerikanischen Frieden. So wie es aussieht. Schattenfabriken. Braucht die Bande zum Commonwealth stärken. Das heißt, ja, Kanada wird wahrscheinlich... Ja, Kanada kann sich gar nicht mehr lossagen. Okay, Kanada wird im Commonwealth bleiben. Ein paar Militärfabriken, alles klar. Südafrika, ja, das war die Universität, ne? Australien. Royal Australian Air Force erweitern. Ja, ein bisschen Luftstützpunkte und Forschungszeugs. Immer wenn ich mir das hier so angucke, denke ich, die haben schon viel mehr erforscht als wir. Dabei, ja, ist es gar nicht mal so. Wir haben halt nur unsere Forschung so ein bisschen, ja gut, hier hinten konzentriert. Ansonsten haben wir hier vorne so ein bisschen was gemacht. Maschinenwerkzeug. Dann können wir auch eigentlich bald anfangen hier mit Japan. Kann Bündnis erstellen. Na, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen dann wirklich auch mit Japan und Deutschland zusammenarbeiten. Denke ich mal, wenn wir schon faschistisch werden. Weil ja, unser eigenes Bündnis als Faschisten, das wird wahrscheinlich nicht so den Renner geben. Aber das heißt, wir können das hier auch jetzt oder demnächst machen. Will ich das... Think big.
Einen Moment, da muss ich kurz mal gucken. Also, na, die Industrie hier wäre schon ziemlich gut zu bekommen. Allerdings, je früher wir autonom werden. Autonomiezugewinnung täglich plus 1. Hierdurch bekommen wir 500 und dann brauchen wir noch, wie viel haben wir gesagt? 500 und dann nochmal 300. Wir brauchen dann nochmal ungefähr etwas unter einem Jahr. Wir haben jetzt 37, bis wir das da, hoppla. Bis wir das durchbekommen. Okay. Ja, brauchen wir ungefähr anderthalb Jahre, bis wir dann unsere Unabhängigkeit einreichen können. Per Briefwahl. Das dürfte noch, wenn wir jetzt Juni 37, das dürfte gerade Anfang 39 sein. Es dürfte noch, wenn wir Glück haben, vor dem Zweiten Weltkrieg sein. Obwohl wir sind ja keine Marionette. Das heißt, wir könnten theoretisch die Kriegseinladung vom Vereinigten Königreich auch ablehnen. Das heißt, wenn Deutschland und das Königreich irgendwann im Krieg sind, können wir den Ruf zu den Waffen einfach verweigern und dann kurz danach unabhängig werden. Ja, das dürfte eigentlich theoretisch funktionieren. Und vielleicht können wir dann auf japanische Hilfe hoffen. Das Vertrauen will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest mal hoffen. Gut, darüber müssen wir uns hier noch gar keine Gedanken machen eigentlich. Artillerie. Ah, das tut so weh, wenn man Sachen erforschen könnte, aber eigentlich, eigentlich keine Ressourcen hat, um dann irgendwas zu produzieren. Wir könnten nochmal hier die Baugeschwindigkeit nehmen. Ich meine, immerhin 10%. Das ist schon nicht wenig. Gut, dann haben wir doch so eine Skizzierung eines Plans, halbwegs. Und wenn das hier fertig ist, dann haben wir zumindest mal zwei Militärfabriken mehr. Das hier holen wir uns dann später. Ich meine, es tut ein bisschen weh, das so aufzuschieben. Gerade das Forschungsteam, ne? Ja, ist schon war schmerzhaft, ne? Aber je früher wir hier unsere Unabhängigkeit haben und unsere Freundschaft mit Japan oder Deutschland, ja. Ja, was heißt oder? Okay. So, dann haben wir jetzt tatsächlich mal Unterstützungswaffen. Jetzt, wo die anderen das haben, können wir uns eigentlich auch recht zügig holen. Damit unsere Infanterie dann ein bisschen besser kämpft. Also, ich denke mal, dass ich hier sehr, sehr heavy auf Infanterie-only gehen werde. Ja, weil richtig viel produzieren können wir ja nicht. Wir können ja kaum irgendwie Jäger oder Panzer können wir eigentlich total knicken mit dem ganzen Stahl und dem Öl. Schiffe müssten wir uns eigentlich so ein bisschen drum kümmern, aber da, wir haben einfach nicht die Ressourcen dafür. Ich bin froh, wenn ich irgendwann noch ein bisschen Artillerie mit reinbekomme. Und wieso ist das hier so gehighlightet? Emilia Earhart fliegt um die Welt. Herzlichen Glückwunsch. Wieso ist das hier so gehighlightet? Sind das Empfehlungen? Oder Sachen, wo das Spiel sagt, keine Ahnung, produzier das. Das ist gut. Ja, kein Wunder, dass die mir den Mark V nicht empfehlen, aber okay. Soldatenzahl, auch so ein Thema, ne? Wir haben nur 4000 Soldaten, das heißt trainieren wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir können hier durch das eine oder andere nochmal, hier ist es nicht, nein. Hier neben noch mal ein bisschen, ja. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute, die dann auch für uns kämpfen. So, industrielle Rekrutierung. Dann gehen wir jetzt auf das Statut von Westminster. Das ist quasi der Anfang unseres Untergangs. Ich meine, der sichere Weg wäre eigentlich
demokratisch zu bleiben, im Commonwealth zu bleiben, die anderen den Krieg für einen kämpfen zu lassen, vor allem wenn die Vereinigten Staaten dann irgendwann mit dabei sind, und einfach hier unten zu sitzen und Invasionen abzuwehren. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen, also ich will ja auch so ein bisschen, ja, ein paar Sachen machen, die vielleicht mal was anderes sind. So, Vereinigte Staaten. Ja, es zieht uns jetzt wieder so ein bisschen was weg, aber wir müssen produzieren. Wir müssen produzieren. Benötigt Gummi. Britisch Malaya. Ich dachte gerade, es wäre ein Totenkopf hier auf der... Britisch Malaya? Ist das hier unten? Ja. Sind die... Das ist ein eigenes Land? Singapur gehört nicht mehr direkt zu Großbritannien? Das wusste ich gar nicht. Haben die auch ihren eigenen Kram? Industrie. Nee, das ist generischer Stuff. Das ist ziemlich generischer Stuff. Schade. Wieso bauen die ein eigenes Land ein? Na gut, Singapur, ne? Britisch Malaya. Was seid ihr? Seid ihr eine integrierte Marionette? Okay, ja, das rechtfertigt das so ein bisschen. Ungefähr denselben Stand an Sachen wie ich. Nicht wirklich viel los in Britisch Malaya. Aber interessant, dass wir mit denen handeln können. Ach, hier drüben, das gehört auch noch zu denen. Okay. Aber Hongkong ist... Ja, Hongkong wird direkt kontrolliert vom Vereinigten Königreich. Das dürfte es für das Vereinigte Königreich tatsächlich ein bisschen schwieriger machen, hier das zu sichern später. Das könnte eine Angriffsroute für uns sein, aber schauen wir mal. Boah, wenn wir gegen die Alliierten kämpfen, ne? Niederlande hier überall. Könnte sehr schmerzhaft werden für uns. Naja, wo waren wir? Gummi brauchten wir. Niederländisch-Indien. Ist natürlich keiner dabei, mit dem wir irgendwie später potenziell verbündet wären. Ich meine, wir handeln im Moment auch mit den USA, von daher, meh. Ah, Britisch-Indien. Ja, für den Moment ist das okay. Aber für später ist halt, boah, nur noch eine Fabrik, Alter. Alter Schwede, ich brauche Fabriken. Aber erstmal das Statut von Westminster. So, keine Vorlage für Zusatzausrüstung wahrscheinlich, ne? Zwischenfall an der Marco Polo Brücke. Ja, Krieg gegen China. Unvermeidlich irgendwie. Flüge über die Polroute. Was macht der Luftfahrtinnovation? Der Schattenplan. Der Schattenplan ist hier drüben. Hat auch nichts wirklich mit uns zu tun. Frankreich, defensiver Schwerpunkt. Aha, Aufrüstung, Südafrika. Pretoria Arms. Da. Militärfabriken. Kanada. 5% fürs Teilen von Technologien im Commonwealth. Okay. Die Piratenflagge hissen, bitte. Was? U-Boot-Operationsdoktrin. Okay. Konvoi-Verteidigung. Und was haben wir hier? Verringerte Malus-Erforschung für Technologien. Derzeit voraus sind 100%. Zerstörer. Okay. Australien geht auf U-Boot. Na gut, dann müssen wir auch gucken, dass wir unsere Handelswege dann irgendwie sichern. So, Forschung. Wir haben August 37. Das heißt, das hier können wir alles knicken. Das ist noch ein bisschen weit weg. Wir könnten... Boah, nee, 250 Tage. Das machen wir nicht. 10%. UK hat die Hurricanes. Selbst Südafrika hat Schiffe. Ja, zumindest erforscht. Südafrika hat die Materialien, um das zu bauen? Das bezweifle ich jetzt irgendwie. Jedes Jahr, okay. UK. Kriegen wir auch auf so kleine Technologien irgendwie diese Boni?
ist die Frage, was wir machen. 38 hatte ich noch. 165 Tage ist jetzt nicht allzu viel. Allerdings brauchen wir es unbedingt. Also, wir brauchen es jetzt nicht unbedingt. Es wäre besser, wenn wir das hier vor der Zeit erforschen, damit wir auch ein bisschen davon bauen können, aber das hier brauchen wir nicht unbedingt, weil wir demnächst wahrscheinlich noch nicht kämpfen werden. Boah, was tun, was tun? Echt krasse Entscheidung hier. Wir könnten mal den Funk erforschen, einfach für die Verstärkungschance. 82 Tage ist jetzt auch nicht die Welt. Und dann schauen wir da mal weiter. Wir müssen wirklich gucken, dass wir hier die Forschungssachen so erforschen, dass wir ja uns irgendwie fokussieren, aber auch irgendwie die Forschungsboni nutzen, die wir bekommen. 345 Tage. Nein. Panzer, weiß ich gar nicht, ob wir die überhaupt benutzen werden in diesem Let's Play. Was haben wir hier? Marine. Ich muss hier immer wieder durchklicken, um zu gucken, was tun wir, was tun wir. Ich meine, wir brauchen nicht unbedingt sofort die Hurricanes. Wir brauchen nur für kurze Zeit, also wenn wir die Luftlandung machen, brauchen wir nur für kurze Zeit, und das ist, glaube ich, nur ein Sektor. Ja, das ist nur ein Sektor, wo wir die Luftüberlegenheit brauchen, glaube ich. Das wird noch was. Da blicke ich schon einer dunklen Zukunft für uns entgegen. 249 Tage für 3% bessere Forschungszeit. Gott, diese Entscheidung. Könnten Doktrin anfangen. Ich meine, das dauert sowieso immer lange und wir haben hier so 10%. Damit, wenn wir mal irgendwie kämpfen, damit wir dann auch irgendwie irgendwas zustande bekommen. Ja, und, keine Ahnung, es war jetzt eine sehr forschungsschwere Folge irgendwie, habe ich das Gefühl. So, ich würde sagen, wir machen dann das nächste Mal weiter. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr jetzt das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.